Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute möchte ich euch gerne etwas erzählen über das australische Zitronenblatt. Das australische Zitronenblatt ist hierzulande eher noch unbekannt. Also es ist eine echte Insiderpflanze. Diejenigen Menschen, die sie kennen, die wissen sie sehr zu schätzen. Aber es sind halt im Moment halt noch sehr, sehr wenige, die tatsächlich von dieser Pflanze schon mal was gehört haben. Die heißt australisches Zitronenblatt, weil sie tatsächlich aus Australien kommt. Dort wächst sie wild im Freien, wird da 1,50 Meter hoch und noch höher, bleibt da auch ganzjährig stehen. Aufgrund der Temperaturen ist das ja möglich und wird dort auch schon für viele Zwecke verwendet. Wenn man an diesen Blättern schnuppert, sie riechen sehr, sehr stark nach Zitrone. Deswegen auch Zitronenblatt wahrscheinlich. Und das ist auch ganz interessant, so je jünger die Blätter sind, desto minziger riechen sie und mit zunehmendem Alter werden die immer zitroniger und aromatischer und intensiver. Und die Blätter selbst, die sind auch schon so ganz weich und plüschig, so Flauschblätter. Die fassen sich ganz, ganz, ganz toll an und denen macht das auch nichts aus, wenn man sie anfasst. Es gibt ja Pflanzen, die haben das dann nicht ganz so gerne, wenn sie so befummelt werden. Die werden dann welk oder brechen ab oder irgendwas in der Form. Das australische Zitronenblatt sagt, ja, fass mich doch an, macht mir nichts. Also ganz fantastische Blätter. Und diese kleine Pflanze, die kann man natürlich auch für verschiedene Sachen verwenden. Das ist jetzt nicht nur, dass die einfach nur schön aussieht und gut duftet und irgendwann, wenn man Glück hat, auch so ein paar kleine, blassblaue, violette, winzig kleine Blüten bildet. Das ist alles nicht relevant, aber man kann aus dieser Pflanze wunderbare Sachen machen. Man kann im Sommer Eistee draus machen. Im Winter kann man diese Blätter zum Aufbrühen von warmem Tee machen. Die eignen sich zum Verfeinern und Würzen von Desserts, von Süßspeisen im Allgemeinen. Vielleicht kann man damit auch kochen. Also, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber bestimmt kann man die zu irgendwelchen asiatischen oder exotischen Gerichten auch zum Kochen beifügen. Ist also sehr, sehr vielseitig. Und selbst wenn man jetzt damit nicht irgendwie rumexperimentieren möchte, kann man sie einfach für Potpourris nehmen oder als Badezusatz, wo dann überall dieser wunderbare zitronenartige Duft entsteht. Ob diese Pflanze giftig für Tiere ist, kann ich jetzt leider nicht sagen. Also ich hoffe nicht, weil ich ja nun auch Katzen habe und natürlich nicht möchte, dass diese Katzen in irgendeiner Art und Weise sich an einem australischen Zitronenblatt vergiften. Also das muss jetzt nun weiß Gott nicht sein. Ich hoffe nicht, aber vielleicht fühlen die sich auch abgeschreckt davon, weil die sagen, naja, riecht so nach Zitrone, ist eh nicht so unsers. Weiß man nicht. Diese Pflanze, die kann ganzjährig im Haus gehalten werden oder im Wintergarten oder wenn man mag, kann man sie auch im Sommer rausstellen. Das geht aber nur bei Temperaturen bis 15 Grad. Also sobald die Temperaturen unter 15 Grad sinken, möchte dieses australische Zitronenblatt nicht mehr draußen stehen. Es muss dann wirklich zwingend ins Haus geholt werden, weil es sonst eingeht. Ich werde das jetzt in einen entsprechend großen Kübel setzen, weil eine Beetbepflanzung macht ja keinen Sinn, weil wenn ich es in so einem Winter eh reinholen muss, dann muss ich ja nicht erst ständig ein- und ausgraben. Und unten in dem Kübel sind selbstverständlich Löcher drin, eine kleine Drainage aus Kies, damit sich keine Staunässe bildet, denn das mag nun definitiv diese Pflanze überhaupt nicht, wie die meisten anderen. Ansonsten hat sie schon mal ganz gerne feucht, also regelmäßig gießen sollte man. Man sollte sie auch regelmäßig düngen, also jetzt so von April bis August, September, kann sie ruhig von alle 14 Tage, 3 Wochen so Flüssigdünger zusammen mit dem Gießwasser bekommen. Und dann braucht sie einen sonnigen und warmen Standort. Und da kann sie ja quasi an dem Standort, wo sie steht, jetzt egal ob im Sommer draußen oder ganzjährig drinnen oder wo auch immer im Winterquartier, sie kann immer ganzjährig geerntet werden. Und das sollte man auch tatsächlich tun, denn je mehr man die Pflanzenteile entfernt, desto buschiger wird sie. Also irgendwann, wenn man da richtig schön immer dran rumschneidet und die Blätter abmacht, kriegt man wirklich einen riesigen, wunderbaren, plüschblättrigen Zitronenbusch. Was wäre noch wichtig hierbei? Die Blätter nach der Ernte, die sollten nicht in den Kühlschrank, die werden einfach bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Also ihr könnt die wirklich abschneiden, legt sie in die Küche irgendwo hin oder Wohnzimmer, wo auch immer ihr diese Zitronenblätter haben möchtet, können sie einfach rumliegen und verlieren weder an Frische noch sonst was und können dann bei Bedarf verarbeitet werden. Ja, ich hoffe, ihr habt Interesse bekommen an dem australischen Zitronenblatt. Falls ihr bereits diese Pflanze schon kultiviert habt irgendwo und auch irgendwelche Rezepte habt, würde ich mich freuen, wenn ihr sie unten in die Kommentare reinschreiben würdet. Bis zum nächsten Mal.